Heute geht es in dem Video um Patente, Marken und Designs in der Türkei und was sich in der letzten Zeit geändert hat. Mein Gast heute ist Ilka Demir von Demiron IP. Ich bin Rolf Demir, Patentanwalt und Partner bei Fleischem und Partner und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und heute ist mein Gast Ilka Demir. Vielen Dank, dass Sie da sind. Sehr gerne. Es freut mich, Sie hier in Köln zu sehen. Ja, toll. Wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, was meine Mandanten zum Beispiel, die meisten sind da in Deutschland, was sie beachten müssen, wenn sie Schutzrechte in der Türkei anmelden wollen. Was gibt es da erstmal allgemein zu wissen zu Schutzrechten in der Türkei? So? Ja, zunächst nochmal Dankeschön für die Einladung. Ja. Sie wissen ja, ist in am 10. Januar 2017 das neue Gesetz über den gewerblichen Schutzrechte in der Türkei in Kraft gesetzt sind. Mhm. Das heißt, die alte Regelung basierte mehr auf den Dekreten. Mhm. Die waren nicht die Parlamentsgesetze. Mhm. Und die hatten auch viel rechtsstaatlicher Mangel. Mhm. Ja, die hatten viel rechtsstaatlicher Mangel. Mhm. Und sie wurden jetzt mehr mit dem Recht der Europäischen Union harmonisiert, mhm, beziehungsweise modernisiert. Mhm. Und in einem Gesetz wurden sie gebündelt sozusagen. Mhm. Ja? Also es gibt ein Gesetz, wo alle drei verschiedenen Schutzrechte abgehandelt sind. Auch quasi. Die geografische Herkunft. Alle sind drumherum sozusagen. Ja, ja. Ja. Und was wurde dabei geändert? Vor allem ist die Bezeichnung des Amtes für die Verwaltung, mhm, des gewerblichen Rechtsschutzes zuständig ist, mhm, von Türkischer Patentinstitut, TPI, mhm, in Türkischen Patent- und Markenamt. Mhm. Kurz gesagt, Türk Patent, mhm, geändert. Okay, jetzt ist das Amt heißt offensichtlich jetzt anders, mhm, aber wahrscheinlich hat sich ja auch für die einzelnen Schutzrechte einiges geändert. Wollen wir mal die Schutzrechte so nacheinander durchgehen? Was hat sich denn bei Marken geändert? Okay, mit dem neuen Gesetz können auch die neuen Markentypen eingetragen werden, zum, mhm, Beispiel akustische Marken. Mhm, mh. Oder Bewegungsmarken. Aha, okay. Kann auch jetzt eingetragen werden. Farbmarken auch? Und Farbmarken auch. Aha. Richtig, mhm, genau. Mhm. Und die können auch jetzt vor dem türkischen Patentamt eingetragen werden. Mhm. Und darüber hinaus, die Widerspruchsfrist hat sich von 3 Monaten auf 2 Monate, aha, verkürzt. Aha, okay. Und ja. Das ist wichtig zu wissen, weil die Widerspruchsfrist in Europa und in Deutschland 3 Monate ist und in der Türkei ist sie 2 Monate. Es ist gut zu wissen, dass sie da anders ist als hier quasi. Ne? Richtig. Bekannte Marken sind nicht mehr absolute Schutzhindernisse. Mhm. Weil davor konnte das Amt, mhm, auf die absoluten Schutzhindernisse prüfen, ob die angemeldete Marke mit einem bekannten Marke ähnlich ist oder nicht. Aha, aber jetzt, aha, ist es nicht der Fall. Mhm. Nur es wird geprüft vom Amt, mhm, wenn der Anmelder oder beziehungsweise die Besitzer oder Inhaber, mhm, einer bekannten Marke einen Widerspruch gegen die Markenanmeldung einlegt. Mhm. Ja? Dann, ja, in dem Fall wird das geprüft. Mhm. Nicht mehr im Rahmen, ja, der absoluten Schutzhindernisse. Aha, genau, genau. Wenn das Amt jetzt eine Marke beanstandet, weil da zum Beispiel im Rahmen eines Widerspruchs, ja, wenn da eine ältere Marke entgegensteht, was kann man da am einfachsten machen? Oder wie kann man sich da außer mit Argumenten irgendwie mit dem Amt auch irgendwie noch wehren gegen die andere Marke oder so? Ja klar, da man hat die Möglichkeit, eine Stellungnahme vorzunehmen gegen, mhm, einen Widerspruch. Mhm. Natürlich, es gibt auch die Möglichkeiten mit diesem neuen Gesetz, eine Zustimmungserklärung des Inhabers älteren Marke, mhm, einzureichen. Mhm. Ja? Das heißt, die Registrierung einer Marke werden nicht wegen Ähnlichkeit oder Identität einer älteren Marke, mhm, zurückgewiesen. Mhm. Das heißt, die Registrierung einer Marke werden nicht wegen
Ähnlichkeit oder Identität einer älteren Marke abgelehnt, mhm. wenn der Anmelder eine Zustimmungserklärung, das heißt eine notarial beglaubigte Zustimmungserklärung des Anmelders mhm. einreichen kann. Mhm. Das heißt, dadurch hat man auch die Möglichkeit, gegen den Widerspruch was vorzunehmen. Ja? Ah ja, gut. Und hier ist das wichtig natürlich, diese Zustimmungserklärung kann man nur bei der Einreichung der Markenanmeldung mhm. einreichen kann, mhm. Vorlegen kann beim genau. Amt ja. Oder bei der Widerspruchsphase. Wenn die mhm. Widerspruchsphase. Das mhm. heißt, Sie wissen ja, nach der Widerspruchsphase genau. es gibt auch die Beschwerdemöglichkeiten, mhm. beziehungsweise zweite Instanz gibt es auch, aber mhm. da kann man nicht mehr die Zustimmungserklärung aha. einreichen. Man muss sie in der ersten Instanz einreichen. Genau, ja. das ist mhm. sehr wichtig. Oder bei der Einreichung ja. der Anmeldung. Okay. Ja? Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeiten, dass man auch nicht Benutzungseinrede vornehmen kann. Aha, gegen genau. eine Marke. Genau, wie gesagt, beim Widerspruch gibt es auch für den Anmelder die Möglichkeit, auf der Nicht-Benutzungseinrede des Inhabers mhm. zu berufen. Mhm. Ja? Und natürlich dabei ist es das wichtig, dass der Widersprechende mhm. Seine Marke bzw. seine ältere Marke seit 5 Jahren ab der Registrierung der, mhm. der älteren Marke okay, genau, ältere genau. Marke registriert ja. eingetragen. Ja. Genau, denn sonst würde ja die Benutzungsschonfrist noch laufen. Genau, das ist auch genauso wie genau. in Deutschland, denke ja, ich genau. mal. Okay. Mhm. Und die Widerspruchsgrund muss auch auf die Identität oder Ähnlichkeit der älteren Marke basieren. Mhm. Ja, es gibt ja. mehrere Widerspruchsgründe ah, ja, genau. bei einem Widerspruch und es sollte auch genau auf diesem Artikel basieren. Das mhm. heißt, ich widerspreche gegen diese Registrierung, weil es die Identität, die Marke, die Identität mhm. und die Ähnlichkeit meiner Marke hat. Mhm. Zum Beispiel, es muss genau, genau da geschrieben ja. sein. Kann man denn so eine ältere Marke, wenn sie nicht benutzt wird, auch einfach so löschen lassen, ohne einfach im Widerspruch jetzt die Nicht-Benutzungseinrede geltend machen zu müssen, sondern kann man die auch einfach so proaktiv löschen? Gibt es das in der Türkei? Mit neuem Gesetz natürlich gibt es auch die Möglichkeiten, die Marke vor dem Amt zu löschen. Mhm. Aber das trifft erst im 2024 mhm. in Kraft. Ja, genau. Ja? Also ab 2024 kann man auch ältere, also andere fremde Marken wegen Nichtbenutzung löschen. Genau, ab 2024 ja. kann man okay. die auch vor dem Amt eine Marke mhm. zum Beispiel wegen Nichtbenutzung ja. löschen lassen. Also man muss da nicht vor Gericht gehen, sondern kann das vor dem richtig. Amt machen. Aber bis dahin ja, okay. sind wie vorher vor dem Gericht. Ja. Muss man das okay, machen. Das ist so ähnlich wie in Deutschland eigentlich. In Deutschland war es bisher eigentlich, musste man da auch dann im Endeffekt vor Gericht gehen. Und das hat sich jetzt auch geändert mit der Markenrechtsreform und jetzt geht es auch eben in einem amtlichen Verfahren. Genau. Ja klar, deswegen unser ja. Gesetz jetzt mit dem europäischen okay. Gesetz mehr harmonisiert mhm. und sehr ähnlich mit dem deutschen Gesetz. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Zum Abschluss von diesem Abschnitt zu Marken, was sind denn so die wichtigsten Tipps für Anmelder, die in der Türkei Schutzrechte, also eine Marke anmelden wollen? Was ist so das Wichtigste, was die beachten müssen? Genau, zum Beispiel bei dem Widerspruch, ja. Mhm. Wenn gegen eine Marke Widerspruch eingelegt ist, mhm. wenn die Chance, Erfolgschance ist, sehr niedrig ist, muss man mhm. nicht sofort aufgeben. In dem Fall kann man sich sofort mit dem Inhaber der älteren Marke in Verbindung setzen, damit mhm. ob man eine Zustimmungserklärung mhm. hinkriegen kann oder nicht. Mhm. Das kann man nachfragen. Ah, ja, wir ja. hatten zum Beispiel bis nach diesem neuen Gesetz, wir hatten 2 Fälle gehabt und dann mhm. wir haben uns mit dem Inhaber der älteren Marke in Kontakt gesetzt. Natürlich, die erwarten auch eine Gegenleistung, das klar. ist immer unterschiedlich. Aber trotzdem, die eine hat ein bisschen mehr verlangt und eine war ganz in Ordnung und mhm. die Mandant hat das akzeptiert. Und dann, mhm. wir haben eine notarial beglaubigte Zustimmungserklärung gekriegt und dann dadurch mhm. hatten wir unsere Anmeldung neu eingereicht, mhm. weil das war damals. Ah ja, genau. Aber wenn wir das in der Widerspruchsphase mhm.
erhalten können, dann kann man auch zusammen einreichen. Aber das war schon, wir hatten dann Beschwerdephase auch gehabt. Und dann war das unerfolglos. Und dann wir hatten genau nochmal nachgefragt. Okay. Ich würde deswegen vorschlagen, beim Widerspruch kann man sich sofort mit dem Anmelder der älteren Marke in Verbindung setzen, wenn die Erfolgschance niedrig ist. Ja? Das ist sehr wichtig. Ja. Weil man muss nicht sofort aufhören. Und darüber hinaus würde ich auch was über die IR-Erstreckung was sagen. Wenn man eine IR-Marke, mit der IR-Marke die Türkei erstrecken hat zum Beispiel, wenn gegen diese Marke einen Widerspruch eingelegt ist, der Anmelder bekommt diese Mitteilung nicht vor dem türkischen Amt. Wissen Sie, was ich meine? Ja, das heißt, genau. Es wird, das Amt stellt dem nicht zu. Nicht, genau. Ah, ja, ja. Es wird zunächst der Anmelder zugestellt, nachdem sie eine Entscheidung getroffen haben. Das heißt, nachdem das Amt eine Entscheidung getroffen hat, sie können nur gegen diese Entscheidung eine Beschwerde einlegen. Okay, man verpasst also die erste Instanz. Richtig, sehr wichtig. Was die viele türkische Patentanwälte machen, so wie wir beobachten immer natürlich die Bulletin, ob eine gegen IR-Marke einen Widerspruch eingelegt ist oder nicht. Dann wir kontaktieren uns sofort mit dem Vertreter der Anmelder und dann fragen wir hier einen Widerspruch eingelegt, wollen Sie dagegen was vornehmen? Ja, ansonsten erfährt man das nicht und dann verliert sozusagen einen Instanz. Aha, blöd. Und vor allen Dingen kann man dann auch diese Zustimmungserklärung nicht mehr einreichen. Richtig. Ah. Das ist der wichtigste Punkt eigentlich dabei. Sie müssen sozusagen neue Marken anmelden, vornehmen. Ja? Und dann sie werden auch Zeit verlieren und so weiter. Ja. Deswegen, das ist die wichtigste Punkte. Außerdem, wenn der Anmelder durch die Markenrecherche eine ähnliche oder identische Marke in der Türkei zum Beispiel gefunden hat, muss man nicht sofort auf der Markenanmeldung verzichten. Wie gesagt, man hat die Möglichkeiten mit der Zustimmungserklärung die Marke zur Registrierung zu erhalten. Das heißt, wenn das ähnliche Marke ist, sagen wir mal, kann man die Anmeldung immer noch vornehmen, weil es wird wahrscheinlich vor dem Amt geprüft, aber wird veröffentlicht. Bei ähnlichen Marke kann man nicht sofort, das Amt wird nicht sofort ablehnen. Und dann, wenn gegen diese Anmeldung ein Widerspruch eingelegt wird, kann man diese Nichtbenutzungseinrede benutzen. Ah, das heißt, genau. Man muss vorher informiert sein über die, wie nennt man das, über diese Hindernisse, die Marke, die Hindernisse stellen können. Man kann genau recherchen, seit wann diese Marke registriert ist in der Türkei, seit über 5 Jahren zum Beispiel registriert. Und dann kann man gucken, benutzt er die, gibt es eine Webseite und so. Ja. Richtig. Hier ist es wichtig auch zum Beispiel bei alten Gesetz oder vorher haben türkische Anmelder die Markenanmeldung vorgenommen mit allen Waren und Dienstleistungen. Zum Beispiel, wenn ich die Klasse Nizza-Klasse 5 nehme, dann nehme ich alle Waren. Komplett Pestizide, Herbizide, richtig. Alles. Deswegen, es gibt so viele, wie nennt man das in der Türkei, Müll. Ja? Wir haben so viele Markenanmeldungen in der Türkei, die gar nichts für die angemeldete oder die angetragene Dienstleistungen oder Waren genutzt ist. Ist in Deutschland auch. Ja, okay, dann deswegen, man muss definitiv diese Chance nutzen, diese Nichtbenutzungseinrede. Ja, das ist eine andere Chance. Aber ich mache das eigentlich auch, eigentlich standardmäßig melde ich, wenn ich eine Klasse habe, eigentlich immer alle Oberbegriffe an. Denn wer weiß, was der Mandant in 5 Jahren vorhat. Ne? Vielleicht will er ja dann plötzlich, machte bisher veterinärmedizinische Erzeugnisse in 5 und dann macht er vielleicht dann auch, weiß ich nicht, Pestizide oder so in Zukunft, ja? Keine Ahnung. Damit er die Marke dann hat. Ja, da möchte ich dann selber zum Beispiel, ich frage meine Mandanten, was sie in den nächsten 5 Jahren anbieten würden. Genau. Und dann je nachdem nehme ich dann Markenanmeldung vor. Ja, deswegen frage ich nach und dann je nachdem.
So, dann kommen wir mal zu Patenten, denn Patente sind ja auch wichtige Schutzrechte. Wir vertreten hier in der Kanzlei tatsächlich eigentlich mehr Patentschutzrechte als Marken. Deswegen, ja, ich bin neugierig, was es zu Patenten Neues gibt, in der Türkei Neues gibt. Zunächst, um die Qualität der türkischen Patente zu steigern, wurde das ungeprüfte Patentsystem abgeschafft. Gut, ja. Ich weiß nicht, ob Sie das System kennen. Genau, wir hatten vorher Patente, einmal geprüfte Patente, Gebrauchsmusterschutz und ein ungeprüftes Patentsystem. Ja, weiß ich. Das heißt, das ja. wissen Sie. Ja, ja, denn ich habe auch Mandanten, die in der Türkei, also türkische Mandanten, die in der Türkei natürlich zuerst angemeldet haben. Dann haben wir europäische Patentanmeldungen hier gemacht. Und dann sagen die, wie kommt es, dass das überhaupt noch nicht eingetragen ist? In der Türkei ist das längst eingetragen, das Patent. Was soll denn das und so? Und dann musste ich denen erstmal erklären, ja, das wurde auch gar nicht geprüft. Dann ist es natürlich sofort eingetragen worden. Genau. Ja, ja. Das hatten wir da damals gemacht. Deswegen sozusagen alle Erfindungen wurden einfach geschützt. Ja, genau. Ohne zu prüfen. Ja. Und das war siebenjährige Schutz, aber es wurde jetzt abgeschafft. Wir haben ein ganz normales Patentsystem bzw. Patentverfahren wie in Deutschland. Zum Beispiel damals wurde die Einspruch gegen ein Patent, sage ich mal, vorher hat man einen Einspruch gegen die Patentanmeldung vorgenommen, nicht gegen die Erteilung eines Patentes. Vorerteilung. Vorerteilung. Ah. Genau, das heißt, wenn die Recherchenbericht veröffentlicht ist, dann hatte man die Möglichkeit, gegen diesen Recherchenbericht sozusagen einen Anspruch vorzulegen. Das heißt, wir hatten damals kein richtiges Anspruchsverfahren. Mhm. Ja? Und jetzt hat man die Möglichkeit, direkt nach der Erteilung bzw. nach der Veröffentlichung des Patenterteilungsbeschlusses einen Widerspruch einzulegen, innerhalb von 6 Monaten. Aha, gut. Wichtig zu wissen, denn bei uns ist 9 Monate und in der Türkei ist kürzer. 6 Monate. Auch kürzer, okay. Richtig. Bei Marken statt 3, 2 Monate, bei Patenten statt 9, 6 Monate. Ja, okay, genau. Okay. So ist das. Ja. Vor dieser Reform, vor dieser Patentrechtsreform in der Türkei, gab es immer schon diese Regelung in der Türkei, dass man den Gegenstand, der patentiert ist, benutzen muss oder irgendwann einen Benutzungsnachweis einreichen muss. Das war was ganz Besonderes für unsere Mandanten, denn in den meisten Ländern ist es nicht so, aber in der Türkei gibt es halt dieses Benutzungserfordernis, so ähnlich wie bei Marken eigentlich. Hat sich da irgendwas geändert? Ja, es ist nicht mehr Pflicht. Das heißt, muss man das Patent benutzen? Das ist, ich glaube, auch so in Deutschland, oder? Muss man das Patent benutzen? Nee, eigentlich nicht. Nicht unbedingt? Nee, überhaupt nicht. Okay. Die Marken nämlich schon. Marken können gelöscht werden, wenn sie nicht benutzt werden. Aber Patente muss man nicht benutzen. Die kann man einfach durchsetzen, ohne dass man sie selbst benutzt. Okay, sehr gut. Patente müssen in der Türkei benutzt werden. Diese gesetzliche Frist beginnt entweder 3 Jahre, innerhalb von 3 Jahren, ab der Veröffentlichung des Patenterteilungsbeschlusses oder ab dem Anmeldungsdatum. Wie ist denn die Situation bei Gebrauchsmustern? Kann man die irgendwie angreifen? Also ein Einspruchsverfahren? In Deutschland gibt es da kein Einspruchsverfahren. In der Türkei für die Gebrauchsmuster gibt es kein Einspruchsverfahren. Ja. Nur es ist jetzt Pflicht bei dem Gebrauchsmuster einen Recherchenbericht vorzunehmen. Mhm. Ja, beziehungsweise muss man für einen Recherchenbericht Antrag man stellen. Muss? Ja. Ah. Das muss man. Anders als in Deutschland? Weil, weil das Amt das Gebrauchsmuster auf die Neuheit prüft. Aha. Ja? Okay, gut. Das heißt, nachdem der Recherchenbericht veröffentlicht ist, kann jeder Dritte seine Meinung sozusagen über den Bericht äußern. Ja, das können Sie nicht das eintragen lassen. Für das Gebrauchsmuster gibt es in der Türkei kein Einspruchsverfahren, sondern man muss für die Gebrauchsmuster einen Recherchenbericht erstellen. Das ist ein Antrag für einen Recherchenbericht stellen. Und das ist Pflicht mit dem neuen Gesetz, weil das Amt prüft das Gebrauchsmuster bzw. die Anmeldung auf die Neuheit. Und nach der Veröffentlichung diesen Recherchenberichts
Mhm. Es gibt auch eine Angabe dritter Person. Mhm. Eine Eingabe dritter quasi, also so wie in Deutschland oder Europa auch. Ja. Genau, über deine Recherchenbild. Ah, genau. Und danach, das Amt prüft dir alle Daten sozusagen. Das Amt prüft den Recherchenbericht und dann, wenn es gibt, die Angabe der Dritte, dann trifft eine Entscheidung, ob das einträgt oder nicht. Mhm. Ja, dann kann der Anmelder des Gebrauchsmusters gegen diese Entscheidung einen Anspruch einlegen. Ja, genau. So ist verstanden. Das beim Gebrauchsmuster. Bisher war es ja in der Türkei so, dass wenn man eine Frist versäumt hatte, endgültig, dann konnte man da nicht viel machen. Ja? Dann konnte man das Patent auch nicht neu anreichen, war dann ja nicht mehr neu, dann war das Patent eigentlich verloren. Hat sich das irgendwie geändert? Ja, ja, jetzt gibt es die Möglichkeit auf die Weiterbehandlung des Patentes. Das heißt, wenn man eine bestimmte Frist versäumt hat und wenn das Patent sozusagen zurückgewiesen wurde, dann innerhalb von 2 Monaten ab der Mitteilung kann man auf die Weiterbehandlung stellen. Okay, das ist gut. Das okay. Ja, aber das ist nur für bestimmte Fristen. Ja, ja. Genau. Ich nehme an, wenn man auf einen Prüfungsbescheid nicht geantwortet hat oder so. Ja. Richtige Punkte. Genau. Richtig, das gibt es. Okay. Aber nur einmal, ja? Während der Prüfungsphase kann man nur einmal weiter behandeln. Übrigens, was ich sagen wollte, in der Türkei, die Patentanmeldung wird nur dreimal geprüft. Das heißt maximal dreimal. Ja, also der Dialog mit dem Prüfer ist nach dreimal vorbei und dann wird zurückgewiesen. Entweder zurückgewiesen oder wird erteilt. Ja, ja, gut. Oder beim ersten Prüfungsphase, es kann sein, dass die Patentanmeldung erteilt ist. Okay. Und das ist nur dreimal. Und diese Weiterbehandlung kann man während dieser Phase nur einmal genutzt werden. Aha. Wenn eine bestimmte Frist. Und dann ist vorbei. Genau. Ah, okay. Das heißt, kann man also in Deutschland und Europa gibt es immer die Möglichkeit, noch als einen Hilfsantrag zu stellen auf eine mündliche Anhörung oder so. Das heißt, wenn der Prüfer es eigentlich zurückweisen will, kann er es nicht machen und muss mich erstmal einladen zum Gespräch quasi. Ist das in der Türkei auch möglich? Nein. Das gibt es noch nicht bei uns. Vielleicht in der Zukunft kommt das vor. Aber wie gesagt, nur das Patent wird maximal dreimal geben. Okay, also man muss sich richtig Mühe geben, dass man bei dreimal hin und her quasi dann eine Erteilung bekommt, denn sonst ist vorbei. Richtig, oder vielleicht kriegt man auch beim ersten Prüfungsbild. Ja, gut, klar. Genau. Ja. So, wie bei den Marken will ich auch nochmal rausfinden, ob Sie irgendwelche besonderen, wichtigen Tipps haben für Patentanmelder in der Türkei. Nutzung des Patentes zum Beispiel. Muss man nicht unbedingt diese Erklärung einreichen. Ja. Wie ich bereits erzählt habe, es ist keine Pflicht. Das wird nur von dem Amt als Daten genutzt. Mhm. Man hat immer noch die Möglichkeit, sagen wir mal, eine dritte Person auf eine Zwangslizenz einen Antrag gestellt hat, kann man später sowieso diesen Nachweis einreichen. Mhm. Ja? Ja. Und darüber hinaus natürlich bei europäischen Patentanmeldungen, bei der europäischen Patentanmeldung zum Beispiel, beziehungsweise Validierung. Mhm. Ja, die Übersetzung ist eine wichtige Instrument. Mhm. Außer den Nichtigkeitsverfahren wird der Schutzumfang sich auf dem türkische Übersetzungsbestimmung. Durch die türkische Übersetzungsbestimmung. Aha, nicht durch den Originaltext erteilt, sondern wenn man ein Patent in der Türkei durchsetzen will, muss man darauf achten, dass die Übersetzung korrekt ist, denn sonst hat man vielleicht ein Problem bei der Durchsetzung von einem Patent. Genau, aber wie gesagt, das ist außer den Nichtigkeitsverfahren, wird man auf den Originalen aufgepasst. Ja. Mhm. Deswegen die korrekte Übersetzung ist sehr wichtig, damit sich die Schutzumfang nicht verringert. Also es könnte auseinanderfallen quasi, dass in der Nichtigkeit was anderes entschieden wird als in einem Verletzungsverfahren, weil die Anspruchsfassungen, die zugrunde gelegt werden, unterschiedlich sind. Ja, genau. Deswegen muss der Anmelder vorsichtig gehen. Sehr gefährlich. Ja. So, dann zu dem letzten Schutzrecht, die Designs. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten zu Designs? Ja, jetzt bei uns in der Türkei gibt es auch neben der eingetragenen Designs auch nicht eingetragenes Design. Aha. Ich glaube, das gibt es auch in Deutschland. Ja, genau. Ja, also für Europa gibt es das, für Deutschland gibt es das gar nicht. Zum Beispiel
das Design, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, kann ab diesem Datum 3 Jahre geschützt werden, ohne anzumelden, beziehungsweise ohne eintragen zu lassen. Ja. Zum Beispiel bei, als Beispiel für die nicht eingetragenes Design. Zum Beispiel Motortüren oder Motorhauben. Ja, die können ab der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, diese Teile, dann 3 Jahre geschützt werden. Und nachher kann sozusagen jeder diese Teile herstellen oder benutzen. Aber nur als Reparaturteile. Ja, nur da kann man das wiederherstellen als Reparaturteile. Also eine Motorhaube, sagen wir mal, für ein BMW-Originalfahrzeug ist erstmal 3 Jahre geschützt und danach kann jeder diese Ersatzteile machen. Genau, Sie wissen das vielleicht besser, diese Must-Match-Teile. Ah ja, genau, ja, okay. Also Must-Match, also was auf jeden Fall passen muss zu einem bestimmten Typ. Genau. Das stimmt. Ja, das Fahrzeug sieht ja blöd aus, wenn man da jetzt eine andere Motorhaube drauf macht. Ja, aber hier ist das natürlich auch wichtig, dass man nicht auf dem zum Beispiel diesen Ersatzteile die Original anzeigen. Ja, genau. die sind wie gesagt, Herkunft. Ja, dass da nicht BMW draufsteht. Genau, das muss keine diesen... sonst wäre es ja eine Markenverletzung. Ja, eine Markenverletzung wäre auch unter anderem. Genau, Original BMW. Genau, das geht nicht. Sowas. Ist ja auch unlauterer Wettbewerb vermutlich. Richtig. Ja, genau. Ja. Und darüber hinaus, bei Design hat sich die Widerspruchsphase wieder verkürzt. Vorher war das 6 Monate und jetzt ist es 3 Monate. Ah, okay. Ja, das heißt, auch wichtig. Ja. Alles verkürzt. Genau, das ist der Grund, dass wir jetzt ein neues Gesetz haben, weil die Anmeldungen werden Sie jetzt beschleunigen, sozusagen. Ja, so ist das. Okay. Ja, dann vielen Dank. Das war ja wirklich ein umfassender Überblick über die Neuerungen in der Türkei. Das wird sehr hilfreich sein für meine Zuschauer hier im Kanal. Ja, vielen Dank, dass Sie hier nach Köln gekommen sind, aus der Türkei eingeflogen quasi. Ja, danke schön. Es hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein und dann diese Aufnahme mit mir zu nehmen. Ja. Ich hoffe, ich konnte erzählen, was bei neuem Gesetz sich geändert hat. Und natürlich, wenn Sie Fragen haben oder Ihre Zuschauer Fragen haben, kann sich immer noch mit mir Kontakt setzen. Genau, ich blende die Adresse hier in dem Video ein, die Webadresse. Und in den Shownotes unter diesem Video steht natürlich die ausführliche Adresse und E-Mail-Adresse von Ilka Demir. Dankeschön. Ja, so, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo oder ein Like unter dem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.